Hallo, wie ihr so einen Keilkragen strickt, zeige ich euch heute. Jetzt erstmal, was ihr dazu benötigt. Zwei Knäuel von der Woolly Hugs Charity, die läuft 100 Meter auf 50 Gramm, ist bei 40 Grad waschbar, was ich immer ganz toll finde, und Mulle singfrei. Und sie heißt Charity, weil 25 Cent davon gehen an einen guten Zweck. Dann habe ich eine Rundstricknadel verwendet, Nadelstärke Nummer 4. Die ist aus der Woolly Hugs Nadelmappe von Adi. Und ihr braucht ein Nadelspiel mit 5 Nadeln. Genau. Und hier habe ich 3,5 verwendet, ebenfalls von Adi. Und ich habe eben 3,5 verwendet für den Rollkragen, weil ich den ein bisschen fester haben wollte als das restliche Teil. So, den unteren Teil ist tatsächlich der Anfang von dem Tuch Patentrippen. Die beiden Videos verlinke ich darunter. Und wie es danach weitergeht, zeige ich euch jetzt, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß! So, ihr habt also hier die Abkittkante. Hier ist die letzte Masche. Und hier ist die Seitenkante, an der ihr Maschen zugenommen habt. Aus dieser Seitenkante fasse ich jetzt mit dem Nadelspiel Maschen auf. Ich lege also diese erste Schlinge auf die Nadel. Ihr seht, man muss also keinen Faden abschneiden und neu ansetzen, sondern man kann jetzt einfach hier die Maschen auffassen. Die ersten 3 Maschen fasse ich aus der krausrechten Schlinge auf. Hier habe ich ja keine Maschen mehr zugenommen. Also sieht hier die Kante etwas anders aus wie beim Rest. Und jetzt nehme ich aus jeder dieser Schlingen eine Masche auf. Ich werde jetzt erstmal auf jede Nadel circa 30 Maschen aufnehmen. So müsste man ungefähr hinkommen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Das kommt hin. Ich bin jetzt ungefähr in der Hälfte.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, 21, 22, 23. Und hier haben wir die Anschlagmaschen. Aus der nehme ich auch noch drei Maschen auf. So. Und dann lege ich das Ganze zusammen. Und stricke jetzt ringsum eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel. Und das stricke ich jetzt so lange, jetzt beginnt quasi eine Fleißarbeit, bis mein Rollkragen hoch genug ist. Da kann ich jetzt selbst wählen, ob ich einen zum Umschlagen machen möchte oder nur einen einfachen. Also ich stricke jetzt einfach ringsum. Eins rechts, eins links im Wechsel. Fernsehtaugliches Muster. Sollte es hier nicht aufgehen, strickt ihr die letzten beiden Maschen einfach zusammen, sodass ihr eben im Rhythmus bleibt. Eins rechts, eins links. So, ich bin jetzt schon ziemlich hoch mit dem Rollkragen. Ich bin im Moment, ich glaube es sind 18 cm, 16,5. So, was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ich hatte ja hier ringsum 126 Maschen aufgefasst und das war jetzt mir für den Rollkragen dann zu weit, also ich wollte ihn, dass er ein bisschen anliegt. Und deshalb habe ich hier an vier Stellen zweimal drei Maschen zusammengestrickt. Wie das geht, dass das so sich ins Muster einfügt, zeige ich euch jetzt noch. Ich zeige es euch einfach hier oben, aber ich habe das ungefähr 3 cm nach Auffassen der Maschen gemacht. Also zuerst, ich wollte es nicht gleich machen, damit hier, das befindet sich ja direkt am Übergang vom Hals, da braucht man noch ein bisschen mehr Weite, deshalb erst nach 3 cm. So, und zwar habe ich immer in der Mitte von jeder Nadel, also an vier Stellen, habe ich Maschen wie folgt abgenommen. Ich stricke jetzt einfach mal und jetzt stellt euch vor, das wäre die Mitte von einer Nadel und ich möchte diese drei Maschen zusammenstricken. Wichtig ist, dass die mittlere von den drei eine rechte Masche ist, damit sich das Ganze eben dann so ins Muster einfügt. Damit die Mittelmasche oben aufliegt,
nehmt ihr die linke und die rechte zusammen auf die rechte Nadel, wie zum Zusammenstricken. Die folgende Masche rechts stricken und dann diese zwei abgehobene Maschen darüber ziehen. Und ihr seht, jetzt liegt die rechte Masche oben auf und fügt sich ins Muster ein. Und dann strickt ihr eine Runde drüber ohne Abnahmen und habt eben an dieser Stelle dann drei aufeinander folgende rechte Maschen. Und in der folgenden Reihe strickt ihr dann diese drei Maschen genauso zusammen. Also ich gehe einfach mal so hin und diese drei strickt ihr dann auch zusammen. Auch wieder diese zwei zuerst wie zum Zusammenstricken auf die rechte Nadel nehmen, die folgende Masche rechts stricken und die zwei dann darüber. So habt ihr dann, seid ihr dann wieder im Muster, dass eben eine linke und eine rechte sich rundum stets wiederholen. So, ich stricke jetzt noch, bis ich ca. 19 cm Höhe haben. Das ist natürlich auch immer ein bisschen, wie man es selber haben möchte. Ich möchte schon einen schönen hohen Rollkragen haben und der ist so zwischen 18 und 20 cm Höhe braucht der dann schon. Und dann zeige ich euch noch, wie man die Maschen mit einem lockeren Abkettkant, mit einer lockeren Abkettkante abkettet, damit man eben da auch gut mit dem Kopf durchkommt. Und dann ist euer Keilkragen fertig. So, ich komme jetzt also ans Abkitten der Maschen. Ich fange in der hinteren Mitte an. Das ist ja da, wo die zwei, wo ich also auch begonnen habe mit dem Auffassen der Maschen. Und ich stricke die erste Masche rechts ab. Dann lege ich für einen dehnbaren Abkettrand einen Umschlag auf die Nadel, stricke die folgende Masche links und hebe den Umschlag mit der rechten Masche über die linke Masche. Die folgende Masche stricke ich rechts und kette diese Masche ab. Vor der linken Masche lege ich wieder einen Umschlag auf die Nadel, stricke die Masche links und ziehe beide Schlingen über die Nadel. Dann kommt wieder eine Masche rechts. Also ihr könnt es euch wie folgt merken, vor der rechten Masche kommt kein Umschlag, vor der linken kommt ein Umschlag. Dann wieder kein Umschlag und vor der linken Masche ein Umschlag. Und so sieht dann euer Abkettrand aus. Und der ist auch schön dehnbar. Wenn ihr vor jeder Masche einen Umschlag machen würdet, dann würde die Abkettkante zu locker werden. Also ihr könnt das mal ausprobieren. Außerdem macht es auch tatsächlich einen Unterschied, ob ihr vor einer linken Masche den Umschlag macht oder vor einer rechten. Wenn man den Umschlag vor der linken Masche macht, wird die Kante schöner oben, als wenn man ihn vor der rechten macht. Aber könnt ihr gerne auch mal ausprobieren. Und so strickt ihr jetzt rundum und kettet die Maschen dabei ab. Und dann ist euer Rollkragen oder euer Keilkragen mit Rollkragen auch schon fertig.